Ja, hallo, da bin ich wieder. Heute gibt es wieder ein neues Video von mir. Single Lenticular zu The Dark Knight Rises. Dann haben wir da wieder den Sticker, der was vorhin draufklebt. Gold Label, wie gesagt, wieder exklusiv Steelbook von HDZ dabei. So, dann haben wir da mal Single Lenticular mit dem Bane drauf. Schaut auch ziemlich cool aus. Ist nur ganz leicht körnig auf der Oberseite, aber sonst ist vom Lenticular her gefällt es mir sehr gut. Foto gefällt mir auch sehr geil. Schaut sehr cool aus. Dann haben wir die Rückseiten. Ja, wie gesagt, das ist leicht aufgeraut. Ganz leicht nur erhaben. Wie gesagt, kann man aber auch nicht erkennen. Schaut aber trotzdem sehr cool aus. Gefällt mir sehr gut. Aber komplett in den Markt gehalten, nichts glänzend. So, dann haben wir auf der Oberseite der Dark Knight Rises auch leicht erhaben. Dann ins Bein. So, dann da herunten haben wir die Limitierung. Wie gesagt, ich habe wieder die 018, ist wieder auf 1000 Stück limitiert. Wie gesagt, meine 3 One-Clicks haben alle die gleiche Nummer. Sehr geil. So, da dann kommen wir wieder zu dem Fotobüchel. Wie gesagt, vorne wieder der Bane drauf. Hinten nichts. Dann haben wir da wieder die Limitierungskarten. Wie gesagt, die Nummer 018 von 1000 Stickel. So, da. So, dann haben wir da wieder die Postkarten. Auch vom Druck her sehr hochwertig. Also, Film hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie gesagt, der zweite gefällt mir, wie gesagt, für alle Batman-Filme am besten mit Joker. Der war aber auch nicht schlecht. Hat auch ziemlich lang gedauert, muss ich sagen. Aber das ist auch gut so. Ja, das war jetzt von dem schon wieder. So, dann kommen dann auch so Poster, was da bei den Single-Lentes immer dabei sind, 2 Stück. Ja, genau, dann haben wir da mein Christian Bale als Batman. Ja, man kann es jetzt nicht so gut erkennen. Da noch genau ein Bein drauf. So, dann kommen wir mal zum Steelbook. Das, was auch sehr geil ausschaut. Auch wieder komplett in Hochglanz gehalten. So, da haben wir da. Wieder kompletten Hochglanz, sehr fingerabdruckempfindlich. Ich glaube, dass das Cover schon mal wo gegeben hat, ich glaube beim Deutschen oder was. Aber das ist halt wie gesagt kompletten Hochglanz. Wie gesagt, das ist auch wieder schade. Kann man auch wieder Raumeinprägung machen oder die Masken von Batman, die zerbrochen, wenn die gestanzt gewesen war, hätte es noch geiler ausgeschaut oder mit Schriftprägung. Ist aber bei HDZ das sehr selten. Gefällt mir aber trotzdem gut. Haben wir drin Spy mit der Dark Knight Rises. Und da die Rückseiten. Schaut auch sehr geil aus. Auch wieder, wie gesagt, komplett in Hochglanz, aber vom Druck her echt scharf gemacht. Ich hole es dann nochmal näher. Wie gesagt, ich nehme es mit dem Handy in 4K immer auf, dass man es hoffentlich besser erkennen kann. Ja, dann haben wir da wieder die 4K. Wie gesagt, bin mir jetzt nicht sicher, ob da deutscher Ton drauf ist. Bei Joker war leider keiner drauf, bei der 4K, was ich jetzt so gesehen habe im Internet. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, im ersten hat man es noch am Player anschauen. Wie gesagt, ich schreibe es eh wieder in die Infobox dazu. Ja, da der Innendruck, sehr geil, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, die Credits wieder auf der Innenseite, gefällt mir auch. So, dann da nochmal in der Komplettansicht. Also schaut sehr geil aus, das Steelbook, gefällt mir sehr gut. Auch sehr massiv gemacht, die Steelbooks immer. Also da wackelt gar nichts oder sonst kratzt gar nichts, echt sehr geil. Ja, dann nochmal zum Schuber. Schuber ist wieder sehr dick verarbeitet, gefällt mir sehr gut. Ja, dann zum Lentikular nochmal, halt so nochmal näher zu. Ja, echt sehr geil. Gefällt mir sehr gut. So, dann zeige ich dann nochmal die One-Click-Box vom Lentikular her. Aber da so eine leichte Tiefenwirkung, also der Kopf und also der Oberkörper und der Kopf bewegen sich leicht mit.
Aber auch vom Druck her sehr hochwertig gemacht. Schaut sehr geil aus. Wie gesagt, da von der Form her bewegt es sich auch leicht mit. Wird auch dunkel und hell. Sehr cool. An die Rückseiten hat man da im Paint drauf nochmal. Aber in matt gehalten, nichts geprägt oder sonst was. Auch sehr geil. Ja, dann am Spine hat man ja die Dark Knight Rises stehen. Unten haben wir die Limitierungsnummer 018 von 1000 Stickel. Auch sehr geil. Ja, dann war das von meiner Seite aus schon wieder. Als nächstes stelle ich euch dann vor jeder Edition, also vor der Dark Knight Reihe, die Double Lentes vor. Dann danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Video. Danke, tschüss.